Kapitel 2.5 Aufgabe 2. Abhilfe könnte die folgende Bedingung schaffen. Gucken wir uns nochmal an, was wir gerade überhaupt gemacht hatten. Wir hatten ja alle Werte von Land und Kontinent entdeckt und hatten hier das hier gerade verbunden. Und wir hatten ja gesagt, Österreich, was ja in der EU liegt, es macht überhaupt keinen Sinn, das mit der Antarktis zu verknüpfen. Ne? Oder Österreich aus der EU macht überhaupt keinen Sinn hier in Afrika. Das heißt, die Idee von meiner Einschränkung, wo hier dieser KNR-Wert, hier steht ja EU, KNR, genauso groß ist wie dieser Wert KNR. Das hätte ich gerne, ne? Denn ich möchte nur dieses Österreich haben, das in der EU liegt. Oh, ich bin in der falschen Zeile. Dieses Österreich haben, das in der EU liegt und mit Europa verknüpft ist. Das ist jetzt gerade die Idee, ne? Wo KNR EU gleich KNR EU ist. Ja, die Idee ist ganz richtig so. Ich probiere es aus und erhalte jetzt leider den Fehler hier. Und euer erster Teil der Aufgabe war ja, probiert es einmal aus, kannst du es übersetzen. Wenn ihr die Begriffe in Englisch noch nicht hattet, dann würde ich auf so eine Seite wie dict.leo.org gehen. Dict.leo.org gehen. Ja. Und den Begriff hatten wir ja schon ein paar Mal. Da solltet ihr mittlerweile wissen, dass das die Spalte ist. Na, es gibt ja immer hier mehrere Möglichkeiten. Ja, Rubrik, Kolonne und sowas macht jetzt bei uns hier keinen Sinn. Das ist die Spalte in unserer Datenbank. Ja, also die Spalte KNR. Und jetzt kennt er wahrscheinlich dieses Wort doppeldeutig nicht. Das ist ein Bild, kann ich gerade gar nicht kopieren. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Nee, habe ich nicht, aber da ist es. So, doppeldeutig heißt das oder mehrdeutig. Ja. Was ist mit doppeldeutig oder mehrdeutig an der Stelle gemeint? Gucken wir uns hier einmal unsere beiden Tabellen an. Nun, es gibt das KNR einmal in der Tabelle Land. Es gibt das KNR einmal in der Tabelle Kontinent. Er weiß schlicht und ergreifend nicht, welches KNR jetzt nehmen soll. Das kann man einfach davor schreiben. Nimm bitte von der Tabelle Land das KNR und das KNR vom Kontinent. Und dann kann ich das abfragen. Und jetzt seht ihr, jetzt sieht es schon wesentlich besser aus. Ne, ich habe jetzt erstmal hier überall afrikanische Länder. Das macht jetzt auf jeden Fall asiatische Länder. Das sieht nicht mehr so komisch aus wie eben. Ne? Ich habe hier Algerien nur ein einziges Mal stehen, ja, als ich das hier ja eben nicht hatte. So hatte ich ja hier die Länder immer mehrfach stehen. Ja? Hier seht ihr auch Algerien, ne, hatte ich hier siebenmal stehen. Kann ich es noch einmal zurückholen? Ne, kann ich nicht. Könnte gleich selbst nochmal ausprobieren. Ne, und mit der Gleichung, die ich gerade hatte, hatten wir es dann nur noch einmal.